Ich finde, ab jetzt sollst du das Intro machen. Immer. Ja. Okay. Also go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cancel Us. Mit mir, der Inja. Und mit mir, der Cecil. Ich finde das super. Ich finde, das können wir für immer so behalten. Okay. Ich will gar nicht mehr, weil immer, wenn ich dran bin mit dem Intro, so Hallo und herzlich willkommen. Ja, weil es geht so lange, weil du immer lachen musst. Du findest es wirklich. Ja, das stimmt. Nein, ich habe das jetzt verinnerlicht. Das ist super. Das ist perfekt. Ja. Weil den Task, den kannst du gerne du ab jetzt übernehmen. Hey, super. Ich habe auch Vielleicht ist es schon draussen, wenn die Folge draussen ist. Das kann sein. Ich habe für das Militär bin ich gerufen worden, für zum Moderieren vom neuen YouTube-Channel, wo sie machen. Habe ich das eigentlich erzählt? Nein. Ah, nicht? Nein. Ja, du hast nur mal gesagt. Ist das dort einmal, wo bist du, in Bern oder so? Ja, voll. Ja, das voll, habe ich gewusst, stimmt. Aber an dem Fall für das. Ja, genau. Und das ist so zum Moderieren vom neuen YouTube-Channel, wo sie machen. Und dann haben wir so kleine Clipli müssen drehen, so zum Beispiel. Es ist so wie eine Livestream-Show, aber nicht live. Mhm. Also so wie ein Loop von einem Livestream. Ja. Du kannst ja, ja. voraus drehen und nachher live einfach laufen lassen. Und dann sind wir so, ich und der Kamerad, sind so zwischen den Clips, die sie dann produziert haben, tun wir, weißt du, so wie in so einer Studioshow, zurück ins Studio, und nachher sind wir so, ja, das war ein super Film gewesen, und jetzt haben wir einen Gast bei uns und so. Okay, cool. Ja, das ist voll lustig. Aber immer bei so Sachen, ich bin ja mir voll gewöhnt, um einfach so in die Story zu labern, weißt du, und einfach wirklich und allein in die Story labern. Mhm. Das heisst, wenn ich einen Fehler mache, mache ich es einfach nochmal neu. Und das ist mir ja dann überhaupt nicht peinlich oder so. Apropos Peinlichkeit-Thema vom letzten Podcast, das ist mir dem eben schon ein bisschen peinlich. Ja. Und zwar, weil du hast dann so einen Druck, um wirklich können. Das ist schon gut. Das Thema ist immer, wenn man das Mikrofon anlangt, dann tönt es so dumm. Es tut mir voll leid. Das ist wirklich sehr, man hört es, wenn wir das Mikrofon anlangen. Und seit ich drehe so die Hand wechseln, weil es ist echt mega schwer. Fühlt sie sich immer so schlecht und schaut mich immer so an. Darf ich das einfach in die Position? Es tut mir leid, ich muss mich schnell bewegen. Ja, auf jeden Fall. Wir machen das nicht extra, tut uns leid. Wo bin ich gewesen? Ihr habt das moderiert und dir ist nicht peinlich, aber das ist dann doch peinlich. Genau, weil du hast dann halt doch irgendwie so einen Druck und die Leute erwarten ja etwas von dir. Weil ja, sie hat dich ja genommen, weil sie denken, das Gefühl haben, du kannst das. Ja. Ja. Und ich habe ja tatsächlich schon mal eine Show moderiert. Ja. Im Schweizer Fernseher. Wo ich jetzt im Nachhinein muss echt sagen, also das will ich jetzt wirklich nicht mehr freiwillig schauen. Mhm. Und was ich wirklich einfach auch gemerkt habe, ist eben, ich nehme die Storys die Hause auf. Wenn ich einen Hasper mache, fange ich nochmal neu. Ich habe meine Arbeitsweise, wie ich guten Content kreiere, aber halt alleine. Und das ist dann ganz etwas anderes, wenn jemand anders mit dir zusammen moderiert und ein Regisseur dort ist, ein Kameramann, weißt du, ich meine so. Und dann ist so, fuck, die warten etwas von mir. Nachher ist der Druck so hoch. Und das ist das Gleiche wie vorher. Nachher bist du auch anders nervös, ja, als wenn du es allein machst. Ich tue jetzt wieder Klavier spielen. Und ich tue nämlich, die Inja ist so mein Versuchskaninchen zum Klavierstück vorspielen. Und allein kann ich es super und gut. Und ich spiele mit Gefühl. Ich kann sogar die Augen zumachen zum Spielen. Weißt du, wenn ich ein Stück richtig gut kann. Und komm, steht Inja im Raum. Und du bist ja wirklich keine, die mir einen Druck gibt. Nein, aber null. Alter, ich vergiss schnaufen, ich fange an zu zittern. Und dann zittern ist wirklich ich habe mich jetzt heute auch das erste Mal darauf geachtet. Gell, mega. Das ist echt crazy. Und man hört sogar, je nachdem wie du die Tasten drückst, dass es so ein bisschen zittrig ist. Ja, ja, ja. Ist so, weil sonst float es ja, oder? Ja, ja, du spielst gut. Aber dann, und dann plötzlich fängt es an zu zittern und dann ist scheiße. Crazy. Du spielst das alles. Also ich habe jedes Lied, was mir vorspielt, kann sie auswendig. Ja. Das ist echt, das ich halt immer noch schon Noten lesen kann. Ja, aber gleich, du kannst, weißt du, du tust die Tastenkombinationen alle einprägen. Ja, das ist auch verdammt krass. Also, sorry. Ja, das stimmt. Props to you. So ist danke, danke. Dankeschön. Ja, es macht wirklich Spass, aber man muss auch wirklich sagen, ich spiele echt viel pro Tag. Okay. Mich hat es wirklich wieder gepackt. Und jetzt, wenn ich mich sehr lerne und meine Pause mache, dann tue ich die Pause mich überziehen, weil ich eine halbe Stunde Klavier spiele. Ja, aber und das ist spiele ich so zwei Stunden fürs pro Tag im Fall. Ja. Das ist lustig. Gerade vorher habe ich etwas zusammengefasst von Biopsychologie, von der Neuroplastizität, also wie sich das Hirn im Laufe des Lebens immer wieder verändert. Und alles, das habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast und dir gegenüber sowieso, weil das eines meiner Lieblingsthemen ist. Alles, was wir Input geben, das Hirn,
bildet neue Neuronen. Mhm. Für immer. Mhm. Also nicht nur bis wir erwachsen sind, sondern auch jetzt. Mhm. Also auch da, wo ich jetzt da alles zulasse, die jetzt so schlaue Sachen, die meinem Ohr gehört, das werden jetzt bei euch im Hirn Neuronenverbindungen machen mit dem Wissen, das ich jetzt euch gebe. Und wenn ihr das nur einmal hört, dann werden die Neuronen vielleicht wieder abgebaut. Mhm. Und dann vergisst ihr es vielleicht wieder, ja, oder es versinkt ganz tief, ja, irgendwo. Mhm. Aber wenn jetzt das, oder das ist wie Wookie lernen. Wenn jeden Tag, ja, das hast du irgendwann ist ja gleich, was du machst. Ja, ja. Wenn du jeden Tag etwas machst, dann tut sich die Neuronenverbindung bla 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 und so weiter und so fort. Und dann mit dem Klavierspiel, genau das war es. Mhm. Und dann hat er heute eine Studie präsentiert, dass tatsächlich Musikspieler, also Leute, die sich mit Musik befassen, im motorischen Bereich des Hirns einen grösseren Anteil an graue Masse haben. Und graue Masse ist eigentlich Neuronen. Mhm. Also, Wissen. Ja, also, ja, im übertragenen Sinn. Ja, also, kann man so sagen? Ja, Wissen. Also wenn du zum Beispiel, wie man, also wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ich will etwas auflupfen. Mhm. Und das sieht aus wie etwas Leichtes. Mhm. Dann gehe ich ja ganz anders dort hin, als wenn es, ja, aussieht, als wenn es schwer wäre. Und weil das dein Hirn irgendwann mal gelernt hat. Genau. Und also wenn du jetzt das mit dieser feinmotorischen Muskelbewegung als Wissen auch nimmst, dann ja, dann kannst du es so übersetzen. Mhm. Ja, das ist ja so gemeint. Ja. Okay. Ja. Ja, weil es ist ja alles, ist ja egal, was du gelernt hast, ob du gelernt hast laufen, wo etwas motorisch ist, anstatt, oder etwas, wo du, ein Wort, das du auswendig gelernt hast, ist alles Wissen, das du irgendwann mal erlernt hast, blöd gesagt. Ja, in dem übertragenen Sinn kann man das so nennen. Ja. Laufen, wenn zum Beispiel das Hirn geschädigt wird, ja, dann kannst du es wieder neu lernen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, voll. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Warte, oh mein Gott, weißt du, wie das Problem ist? Du hast das jetzt gesagt, wir sind so viele spannende Sachen in den Kopf. Ich so, ja, voll, oh mein Gott. Weil ich ja schon, bevor ich überhaupt studiert habe, habe ich so viele Sachen, ich habe Hörbücher gelesen über Neuroplastizität. Du hast schon immer wieder Psychologie studiert. Weil das Thema einfach alt. Und weißt du, nicht nur einfach Psychologie, sondern Hirn und Neuronen und Hormone und all das Scheiß. Ich finde das richtig geil, Mann. Ja. Genau. Musiker haben im motorischen Bereich vom Hirn erhöhte Anteil graue Masse, das heisst mehr Neuronen, das heisst mehr Wissen. Mhm. Aber jetzt die spezifische Studie hat halt nicht ausgesagt, ob das so ist, weil motorisch begabtere Leute Musikinstrumente spielen oder weil sie da, durch das mehr, genau. Ja. Ja. Mhm. Weil dann müsstest du eine Lernstudie machen. Also du müsstest alle vorher schon scannen, dann 3 Monate lernen lassen und nachher wieder scannen. Aber es gibt sicher auch, aber ja, es hat keinen Kopf. Auch, ja. Aber zum Beispiel Jonglieren. Mhm. Dann haben sie, oh, ich liebe den Professor, das ist einfach so ein geiles Sicht. Das war meistens gewesen, aber ich fühle es richtig, seine Vorlesungen wieder nachschauen. Jonglieren haben die Männer, es sind nur Männer gewesen dort, weil manchmal tun sie auch geschlechterspezifische Unterschiede rausnehmen. Und dann nehmen sie manchmal nur Männer und nur Frauen. Das ist auch mega spannend. Ja. Und dann haben es Männer, oder sind es nur Männer, oder ist es jetzt wegen dem Joke? Ist ja gleich, scheißegal. Einfach Versuchspersonen haben es dann dazu gebracht, zum Jonglieren zu lernen. Mhm. Und dann hat man im Scan nachher gesehen, dass eben der Teil, der motorische Teil im Hirn, viel mehr Neuronen gebildet hat, als zu solchen, die gar nicht jonglieren gelernt haben. Oder? Und auch sogar mehrere Monate nachher, wo sie aufgehört haben zu jonglieren, ist das immer noch viel noch höher gewesen. Aber halt, gell, jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Bedeutet auch, dass du das intelligenter dass du bist oder so? Ja, oder dass du in anderen Bereichen auch motorisch begabter bist oder halt nur im Jonglieren. Oder du, dass du, weil du jetzt Jonglieren gelernt hast, bist du jetzt begabter, andere Sachen einfacher zu erlernen? Ja, was man könnte sicher sagen, also nein, nicht was man könnte sicher sagen, was man könnte sicher herausfinden ist, ob das räumliche Denken zugenommen hat, beim Jonglieren zum Beispiel, oder Koordination von beiden Händen in asynchronen Tätigkeiten und so. Ja, das, das kann Bauch, sein, das kannst du... Den Bauch reisen und auf dem Kopf tätscheln. Ja, genau, zum Beispiel so eine klassische Übung. Ja, oder eben, Klavierspiel ist auch ein gutes Beispiel, du machst mit der linken Hand etwas anderes als mit der rechten. Voll. Und das ist ja das, was dann den Kopf fickt, oder? Ja, da gibt es sicher schon ganz viele Studien, aber weiss ich keine. Und dann hat der Professor dann eben gesagt, irgendwie so, ah, oh, fuck, ich kann den Joke jetzt nicht mehr machen, dass es lustig ist. Aber irgendwie so, ja, wenn man Männer anstatt 2 Bälle, 3 Bälle zum Spielen gibt, dann kommt auch irgendwie etwas Gutes. Also irgendwie so, okay, ich habe ihn jetzt richtig scheiße überfragt, aber was er erzählt hat, ist recht lustig gewesen. Wir sind auf das Thema gekommen. Kann wir spielen, oder? Ja. Ah, du hast etwas gesagt. Ja, genau. Hä? Ich weiß nicht, wie wir angefangen haben.
Ja, ich habe einen Kommentar dazu abgegeben. Wegen dem Klavierspielen, ja. Aber vor dem... Ah, weil du Lernpause machst. Und du tust während der Lernpause Klavier spielen. Und ich sage, das ist auch gut fürs Hirn. Genau, aber wie sind wir auf die Lernpause gekommen? Weil du gesagt hast, du spielst so viel Klavier am Tag, ja, ja, weil gleich. Du Lernpause machst. Ja. Und in dieser Lernpause tust du eben Klavier spielen und nicht irgendwie am Handy hängen oder so. Okay. Ja, wegen dem Handy, wegen Aufnehmen, Social Media, ja. Genau, wegen Videos drehen, ja. Ist es eigentlich gewesen. Ja. Genau. Stimmt. Ja. Ja. Genau, nein, das habe ich eigentlich alles schon gesagt. Also das Schweizer Ding. Immer. Ja. Oder okay, let's go. Mhm. Oder ja, kennst du das Kind im Bus? Ja. Nein, nicht im Bus. Ist Bus raus. Ja, voll. Das ist aber etwas anderes. Das, wo der Kopf auf den Kopf kommt, nachher so schreit. Ja! Ja. Geil. Nein, ich habe eigentlich alles gesagt zu dem Video-Zeug. Schön. Ja, voll. Nein, ich wollte sagen, genau, dass er könnte güchseln, wie ich so gemacht, wie ich so mich gebe und wie ich so, ja, und wie so die Inhalte sind und so. Das ist nämlich recht cool. Es hat so ein Doku. Ich habe noch nicht alles geschaut. Aber es ist wirklich auch cool für Leute, die nicht im Militär sind. Okay. Also wirklich so wie so eine SRF-Doku über das Militär. Ja. Und wirklich so Einblick, wie es so läuft in der Rekrutenschule und wirklich so ehrlich. Weißt du, auch das Team, das dabei war, der Regisseur, ganz ein geiler Sieg, der war auch nicht im Militär gewesen. Also der ist von Deutschland und der ist nicht im Militär gewesen und für ihn ist das auch etwas. Und das heisst, wenn du jemanden hast, der Content macht über das Militär, der nicht selber Militär ist, dann ist es nochmal viel zugänglicher für Leute, die auch nicht im Militär gewesen sind. Ja, fix. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es ist wirklich cool. Ich habe nichts Mühe mit dir über so Sachen reden, weil du benutzt dann da x Abkürzungen, ja, hin und her und ich muss dann... Die Story, die 10 Minuten geht, geht nach einer Stunde, weil ich so viele Gegenfragen muss fragen, damit ich es überhaupt verstehe. Das stimmt, ja. Ja, das weil das für dich so logisch ist. Ja, und dort ist nochmal ganz etwas anderes, gell? Dann siehst du wirklich auch so die Leute und so, wie sie kommen da am ersten Tag. Und das, yeah, ist das, was wirklich, das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool, ja. Das haben sie wirklich mega cool gemacht. Hey, voll less. Ja, mega less, wirklich. Und dann hat es auch noch von mir Videos, meine Tipps gegeben, für Tipps und Tricks. Oh, das finde ich natürlich am lässigsten, dich mal wieder zu sehen. Gell, unbedingt. Ja, weil... die Leute, die mir auf Instagram und TikTok folgen, die wissen das, dass ich schon lange nicht mehr gepostet habe auf Insta und TikTok. Und zwar, weil ich es beides gelöscht habe. Und ich habe das Gefühl, wenn ich von dem erzähle, dann findest du es doof. Ich kann das von was du erzählst? Wenn ich sage, dass ich es cool finde, dass ich kein TikTok und Insta mehr habe, kein Social Media. Du sagst es einfach recht oft. Ja, klar. Ich frage mich, wieso. Weil das ist so einmalige Information. Ich sage so, okay, cool. Ich finde es ein spannendes Thema. Also ich denke dann, so, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Mach es nicht. Aus Gründen, die wir, glaube ich, alle verstehen. Einfach, ja, was für Gründe dann? Ja, mein Hirn braucht einfach etwas, um nicht müssen denken. Und ich bin halt wirklich, ich glaube, kennst du jemanden anders, der so ein krasses Influencer-Opfer ist wie ich? Obwohl ich mich bessert habe. Aber... Ja. Also ich kann wirklich... Kennst du jemanden, der schlimmer ist? Nein. Eben. Also nicht. Ich meine, ich habe ja von Sportbekleidung bis zu Teebehälter, bis zu irgendwelchen Pulverli, habe ich ja, glaube ich, schon alles bestellt. Das ist fast schon peinlich, Mann. Und also von Make-up und so Haircare und Skincare will man ja gar nicht damit anfangen. Also, ja. Das ist echt schrecklich. Und darum kann ich auch ein glaubwürdiges und aussagekräftiges Fazit ziehen. Es ist nämlich 90% von Schrott. Wirklich? Ja. Ohne Scheiß. Mhm. Ja, weil ich habe nur immer die guten Sachen angekauft, die du für gut befunden hast. Darum, das ist eigentlich schon gut. Ja, das stimmt. Du bist meine Testerin, ja. Also, was Sportartikel... Weil die ich gekauft habe, sind nachher gut gewesen. Eben, ja. Was Sportartikel, also gerade so Sporternährung angeht, da habe ich jetzt wirklich nicht in die Dinge gegriffen, außer einmal. Da habe ich wirklich zwei Marken entdeckt. Oh, machen wir uns nachher den Strawberry. Oh ja. Shake. Ja, da habe ich wirklich zwei Marken entdeckt. Die sind wirklich mein All-Time-Favorite jetzt. Von denen würde ich alles kaufen. Die müssen mir sagen, das. Und ich würde sofort wirklich ohne unseren Nachdenken. Wir nennen sie jetzt nicht, weil sie sponsern uns. Nein, wirklich, die sind wirklich ultra mega gut. Ja, bin ich auch Fan. Und ich habe so zwei, drei jetzt auch Influencer. Der mit E und der mit S, oder? Oder der mit M?
Eben die beiden. Ja, aber der mit viel Kleider ist der mit S. Name. Ja, das finde ich einfach gut. Aber das sind wir nicht Influencer geworden. Sicher schon. Woher hast denn du das? Von euch. Ah, wirklich? Ja. Ah, okay. Ja, ich folge ihr nämlich nicht. Ah, wem? Der Tammy. Also wer meinst du? Ah, mit klar, S? Ich weiß nicht mehr. Ist ja gleich. Okay. Ja, also. Ja. Influencer-Opfer. Genau. Aber so Haircare und Skincare und all das ist einfach wirklich deine Bullshit. Weißt du, weil das Spannende finde ich halt, das, was ich jetzt gemerkt habe, ich habe so wirklich, der Grund, wieso ich es jetzt gelöscht habe, ist, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich anfange, dann kann ich nicht aufhören. Und ich versuche seit Jahren, meine Bildschirmzeit von Instagram runterzubringen. TikTok ist bei mir nicht so das Problem, weil irgendwie, ich weiss nicht, was der Grund ist. Ich habe bei TikTok, Alter, ich habe den besten Algorithmus auf der Erde. Mein TikTok-Algorithmus ist einfach, ich weiss nicht. Bei jedem ist der natürlich super. Aber ich liebe einfach, ich habe immer Best Time Ever, wenn ich auf TikTok gehe, ich weiss es. Und, aber dann lang es für mich noch 10 Minuten irgendwie. Keine Ahnung, weil es so cool war und dann ist es fertig. Krass. Und auf Insta ist es so, auf Insta ist wirklich einfach Doomscrolling. Auf TikTok gehe ich, weil ich will Videos schauen. Und auf Insta ist für mich so... Bei mir ist es genau umgekehrt. Oh, echt? Insta ist für mich so nicht interessant. Dort schaue ich ein paar Influencer, dann ihre Storys noch gut ist. Aber auf TikTok aber das muss ich sagen. Ich habe auch Influencer, die mich interessieren, oder? Vielleicht ein andere als du jetzt hast. Aber ja, es sind ja auch Influencer. Und dann gehe ich an mich schauen. Und irgendwann habe ich so gedacht, so, Alter, ich verbringe eine Stunde lang oder mehr von meinem Leben damit, andere beim Leben zuschauen und sitze auf meinem scheiß Sofa und mache nichts. Ja. Und irgendwie, auch wenn, eben, das, was ich vorhin gesagt habe, jeder Input ist Input von deinem Hirn. Dein Hirn macht nicht einen Unterschied, ist das jetzt, speichere ich das oder nicht. Ja. Sondern er speichert alles oder eben auch nicht. Mhm. Aber das Hirn tut nicht filtern. Und die sind nur mit Scheiße. Du eben, bist, dann habe ich mir immer so gedacht, was so. Du bist, weil du bist, wie du bist. Ich schwöre, aber es ist genau das. Du bist, was du konsumierst. Ja, ist eigentlich. Was du isst. Genau. Also konsumieren, ja. Ja. Inhaltlich und auch. Genau. Ja, wie alles. Immer. Und auch gedanklich. Und genau, alles. Du bist, was du denkst, du bist, was physisch, alles. Psychisch. Voll. Das ist wirklich so. Und wegen dem habe ich immer so gedacht, ey, nein. Und der Grund ist jetzt natürlich eben wegen dem Lernen. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich in der 15 Minuten Pause, ich meine, jetzt fange ich auch kein Beispiel nicht auf, aber es ist immer besser als Doomscrollen. Aber wenn ich dann anfange, kann ich, oder zum Beispiel auch, ich weiss, was du meinst mit dem Pause fürs Hirn. Und das Ding ist eben, es stimmt einfach nicht. Es ist genau das Gegenteil fürs Hirn. Aber ich weiss, was du meinst. Wenn ich nämlich amix, das habe ich ja jetzt noch. Ich meine, was mache ich jetzt? Jetzt tue ich amix auf News-Apps, aber das ist wenigstens ein bisschen schneller langweilig, oder? Und dann würde ich niemals so lange auf News-Apps hängen wie auf Social Media. Aber ich brauche dann auch einfach so, es ist so wie ein leerer Blick. Du tust gar nicht richtig schauen, was du liest oder schaust, sondern es ist einfach so, es ist wirklich Ferien fürs Hirn, so fühlt es sich an. Mhm. Aber es ist eigentlich gar kein das Gegenteil. Weil wenn du anschaust, was passiert im Hirn. Eben, ich habe dir vorhin gesagt, TikTok ist mein neuer Google. Ich gebe dort etwas ein und ich bekomme 1000 Antworten. Wegen dem vermisse ich es amigs. Ja. Nicht jetzt TikTok, sondern generell Social Media. Mhm. Einfach weil es gibt, man hat mir schon viel Inspiration für Sachen gegeben. Mega, und auf Google musst du das eben Zeug durchlesen, nachher hast du irgendwelche Webseiten, wo irgendwie 90% steht, nicht mal das, was du brauchst drauf. Das stimmt. Dann musst du den einen Satz rausfiltern, wo dann die Antwort aufhörst. Ja, aber das habe ich vorhin gesagt, source TikTok, Alter. Das stimmt, aber zum Beispiel, ich bin im Moment auf der Suche nach guten Laufschuhen. Und dann mache ich einfach YouTube. Okay, oder das. Nein, sorry, was soll das? Alter, kauf dir bitte neue Socken, Mann. Ich habe kaputte Socken und der ist wirklich maximal. Jetzt ist so mein halber Fuß auf einmal. Du bist so hängen gewesen. Bei der Riesenfurt. Ja, ich muss irgendwie noch heimkommen. Ja, du dann nachher die Riesenfurt. Egal. Rässlich. Egal. Ich bin auf der Suche nach neuen Laufschuhen und dann gebe ich euch auf TikTok ein. Dann habe ich hunderte von Videos. Neue Socken kaufen. Ich schwöre, dann werden die Laufschuhe ja vielleicht gut. Nein, Spaß. Nein, schon wieder. Hey, ich gebe dir einfach nachher neue Socken, Mann. Riesen Dachmutte. Nein, Mann. Weißt du, als wäre es weh. Hure weh. Ja, der halbe Fuß ja, ja, wow, jetzt schaut der ganze Fuß raus. Super. Das ist besser als so, irgendwie so 14. Ja, so sie können so cringe Gold sagen. Alter. So, guck, guck. Der kleine. Der kleine Zehe. Genau. Nein, auf jeden Fall. Das ist echt Zehe. Zehe. Echt? Ja, du. Zeche. Zeche?
Zeichen. Ich mache eine Abstimmung auf Spotify für das. Das ist ganz wichtig. Zeichen oder Zehen. Dann so unten abstimmen. Apotheke oder Apotheke? Apotheke. Ich sage Apotheke. Oh Gott, das ist alles cringe für mich. Oh Apotheke. Kapitän. Auf jeden Fall. Bekomme ich nachher ähnliche Reviews von Marathonläufern, die die verdammten Schuhe bewerten? Ja, fix, ja. Das bringt mich viel mehr, als wenn ich auf Google nachher bekommt mir Adidas, Nike, was es alles für On, was es alles für Schuhe gibt. Ich will nicht wissen, ob eure Marke keine gut Markennennung. Ist. Keine Markennennung. Ja, ich schwöre. Ich will nicht wissen, ob eure Marke gut ist oder nicht. Ich will gerne wissen, was für Schuhe geeignet sind für welche Läufe. Mhm. Ja. Aber... Aha, eben, aber das finde ich auch. Ich habe mir dann mega lang immer gedacht, nein, ich löse es nicht. Und so. Und bei mir ist es ja nicht Content Creation, oder? Bei mir ist es ja nicht nur das Konsumieren, sondern das Content Kreieren. Und das können wir nachher darüber reden. Das ist auch noch einmal ein ganz spannendes Thema für sich. Aber jetzt zuerst über das Konsumieren. Mhm. Ich habe mir dann halt mega lang überlegt, ich habe immer so eine Stunde Limit pro Tag gemacht für alle Social Media Apps. Oder? Mhm. Aber seien wir ehrlich, wenn das Limit gekommen ist, habe ich es einfach weggedruckt. Ja. Ich habe einfach gesagt, ja, in 15 Minuten, ja, 15 Minuten. Und irgendwann hat mich das Limit so gestresst, dass ich dann heute kein Limit und dann ist es schon gelaufen. Ja, oder? Fix. Und das hat halt nichts gebracht, wirklich nichts. Ich konnte mich selber nicht kontrollieren und ich habe es versucht seit 3 Jahren. Ich stelle und irgendwann musst du halt einfach... Eben, aber das nützt doch, wenn ich es mir wirklich sage. Aber wirklich einfach sagen, hey, nein, sorry. Doch, das ist der Goggins. Fuck. Ja, wir haben auch vom Goggins erzählt und Disziplin fängt dort an. Ja. Das heisst nicht, gehe ich jetzt heute joggen, gehe ich heute ins Gym, sondern Disziplin fängt dort an. Wenn ich mir sage, ich lege 10 mit. Minuten das Handy weg, dann lege ich verdammt mal in 10 dann Minuten leg das Handy. Ja, dann lege ich es einfach weg. Sonst verarschst du dich selber. Ja. Punkt. Und ich will nicht eine sein, die sich selber verarscht. Ich verarsche mich so oft selber. Den ganzen Tag. Aber bei diesem Punkt einfach nicht. Und dann kannst du wirklich durchziehen. Meistens mache ich 5 Minuten nochmal, aber dann lege ich es weg. Ja. Okay. Dann habe ich mit dem Sohn nicht so angefangen. Ja, ich hätte es vielleicht mehr in meinen durchziehen. Ja. Siehst du, bist einfach dort durch, du bist wirklich Disziplin in Person. Weißt, aber bei dem Punkt habe ich es wirklich nicht können. Hast du gesagt? Aber ich habe ja, sag mal. Aber wirklich, du bist wirklich urdiszipliniert. 50% kann ich. Also, du bist echt Maschine. Ja, ich würde schon sagen, das habe ich Militär gelernt. Also ich schreibe dir mega coole Sachen machen. Und du schreibst mir auch, nein, ich muss lernen. Ich dachte dann so, hey. Es gibt halt keine Wahl. Ja, fix, aber ich schreibe dir nicht immer hängen oder so, sondern ich schreibe dir wirklich Sachen zum Unternehmen, die dann nur an diesem Datum sind, so man kann es nicht verschieben. Und du schreibst einfach so, nein. Ich dachte dann so, hä? Mit wem soll ich es denn sonst machen? Wirklich so. Tut mir so leid. Ja, weil unsere anderen besten Freunde haben immer am Samstag Schule. Das ist einfach etwas. Das heißt, ich bin auch so. Du mal auf die Schule gehen, Mann. Ja, nein, wirklich, du lernst ja, der geht am Wochenende in die Schule. Was läuft mit euch eigentlich? Ist echt blöd. Ich will gerne etwas mit meinen Kindern unternehmen. Sorry. Das ist echt mühsam. Ja. Nein, ich mega schwör, gut für dich. Mega, du machst es super. Echt, ich bin echt stolz. Nein, das nervt mich selber, Mann. Weißt du, ich bricht mein Herz. Ich denke mir dann immer so, nein, ja, zum Wochenende. Das Problem ist eben, wenn ich ja sage. Glaub mir, ich kann nicht mehr heim und lernen. Ich muss. Es wäre nur am Morgen gewesen, jetzt letztes Wochenende. Aber das ist das Problem. Jetzt zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich am Nachmittag Sachen habe, dann ist es auch schon gewesen. Aber das ist besser, als wenn ich am Morgen Sachen mache. Okay. Weil am Nachmittag Sachen, ich habe jetzt gelernt, bis du gekommen bist. Mhm. Aber wenn wir am Morgen das gemacht hätten, glaube ich, es hätte weiss, wie viel mehr Überwindung gebraucht. Genau, ich kann nicht in den Flow kommen. Und an dem ist für mich das einfach ein Red Flag. Ich muss mich von mir selber schützen. Ich bin eben nicht. Wie lange hast du diszipliniert? Also das Assessment ist schlimmer, nachher wird es besser. Ja. Aber das habe ich bis über die Passerelle gesagt. Genau. Das habe ich über die Passerelle gesagt. Genau, und Disziplin habe ich fix im Militär gelernt. Voll. Okay. Weil dort war es einfach so, Alter, du machst es jetzt einfach. Und ja, hast also, gar keine andere Wahl. Also, und dann ist es so. Es ist ein Befehl halt. Ja, und dann hast du aber auch in deinem Kopf, also auch mit dem Aufstehen. Ich meine, du stehst jetzt einfach auf, es gibt keinen. Das ist bei mir, seit mein Sohn in Kinski geht, es ist eine ganz andere Verantwortung. Ich habe bis jetzt auch nur einmal verschlafen und er ist nicht mal zu spät gekommen. Ich bin so, wirklich, zum Glück hat er so einen neuen Kinski-Weg. Mhm. Er hat noch 15 Minuten Zeit gehabt und er isst eh nie etwas am Morgen. Sondern er ist pünktlich gekommen. Aber es ist so ganz andere, ich muss aufstehen. Es ist jetzt mega wichtig zu sagen, dass er gleich noch pünktlich gekommen ist. Ja, gell? Mega wichtig. Ist doch scheißegal. Nein, er ist pünktlich gekommen. Okay, ist gut. Okay. Ich muss am Viertel vor 8 Uhr schon. Er muss um 20 ab 8 Uhr aus dem Haus. Und normalerweise stehe ich am Viertel vor 8 Uhr auf, dass wir noch ein bisschen Zeit haben zum Schwätzen. Also, mich mega, Mann, und bitte. Einfach so ein nackt und ein in Socken. Bitte. Ich mache jetzt beide nackt. Ich mache jetzt beide nackt. Okay, das ist gut. Das ist irgendwie cute Füße. So lustig, dass du das sagst, weil
mein Mann sagt immer, dass ich mit Abstand die hässlichsten Füße habe. Nein, nicht hässlich. Also sie sind jetzt nicht mega schön. Sind nicht mega schön. Aber sie sind lustig. Aber hey, sie sind frisch gefeilt. Sie sind lustig. Also sie sind so herzig. Sie sind frisch gefeilt. Ich finde cute passt. Ich habe so, ich habe Plattfüße. Wir haben beide Plattfüße. Das ist nochmal eine Gemeinsamkeit. Hey, wir haben doch schon mal darüber gesprochen. Du hast keine Plattfüße. Oh, okay. Doch, du stampfst auch immer so. Das macht man, wenn man Plattfüße hat. Nein, ich habe Plattfüße. Wieso stampfst du dann immer so? Du hast keine Entschuldigung mehr für Stampfen. Ich stampfe nicht mehr. Du sagst immer, Nachbar ich soll aufhören zu stampfen. Ja, ich weiss. Und nachher sage ich immer, stampfe nicht mehr. Na, okay, okay. Ich schwöre auf alles. Nachher sage ich immer, ich kann nicht dafür, ich habe Plattfüße. Weißt du, was ist meine ganze Familie stampft. Wir sind einfach... Die sind einfach Rambazamba. Wirklich, die sind einfach... Wirklich. Sind einfach Elefanten. Ja, die sind einfach richtig trompetiert. Egal, was ist jetzt stecken geblieben? Bei den Plattfüßen. Nein, warte. Heute haben wir echt nicht so einen roten Faden drin. Doch, voll. Voll haben wir einen roten Faden. Wir verlieren uns die ganze Zeit. Kinski, morgen. Ja, morgen genau, aufstehen. Genau. Weil ich weiss, ich kann jetzt nicht noch liegen bleiben. Ich muss die Schiene parat machen, ich muss meinen Sohn wecken, wir müssen Zähne putzen, wir müssen uns anlegen, wir müssen die Haare bürsten, wir müssen uns, also er muss aus dem Haus. So, ja, du hast keine Wahl. Ja, ich habe gar keine Wahl. Du kannst nicht liegen bleiben. Nein, kann ich nicht. Ja, das ist so. Ja, weißt du, wie viel Disziplin braucht es, um in einer Lernwoche, wo du wirklich niemandem Rechenschaft schuldig bist, die einzige Person, die es juckt, bist du selber. Mm. Alter, das braucht Disziplin. Wirklich. Und da habe ich einen Tipp für euch. Die Hue-Lichter, oder Hue, wie heisst die? Philips Lichter, die du kannst, steuern mit dem Handy. Hey, lass doch einfach die Storen offen. Nein, dann ist es zu früh. Oh mein Gott. Ja, sorry, am 7 will ich nicht aufstehen. Doch, es fängt jetzt Problem ist jetzt schon. Ja, und vor allem, ich habe ein bisschen Licht und dann bin ich wach. Okay, aber das wäre eigentlich am besten. Ja, fix, aber es ist zu früh. Okay. Und amigs, wenn es dann bewölkt ist, dann ist es zu wenig und so. Mhm. Und die fangen wirklich so schön an, weißt du, mit so einem bisschen Rot und nachher wird es gelb. Dann hast du noch so ein Ton drin, oder nicht? Nein, das habe ich nicht drin. Ah, du hättest doch noch so ein... Ja, nein, das ist eine Wake-up-Lampe. Aber ich habe ja die Birne gekauft, weißt du? Ja. Und die werden dann hell. Und nachher plötzlich wache ich so auf und dann merke ich so, oh shit, es ist ja hell. Und dann bin ich wach. Und dann ist es nicht so, oh fuck, mein Wecker. Ich wache meistens vor dem Wecker auf jetzt. Voll dem. Gut. Voll geil. Voll weil gut. Das Sonnenlicht tut die Hormone ausschütten, die dich wecken. Mit dem ist es einfacher zum Aufstehen. Ja, das ist von der Natur so gemacht. Genau, unser Hirn unterstützt uns beim Wachwerden. Genau, wir sind aber eigentlich, hast du noch etwas sagen zum Aufstehen? Disziplin und genau, Bildschirmzeit. Bildschirmzeit. Und dann habe ich halt entschieden, gut, ich lösche es jetzt ganz. Weil offensichtlich bringt es nichts. Oder? Mhm. Und ich habe es jetzt sicher schon, also ich lasse es alle zwei Wochen runter, damit ich eine Story posten für den Podcast. Mhm. Und dann merke ich amigs, wenn ich es habe, dann bleibe ich amigs so, kann ich, dann behalte ich es amigs so, kann ich, Nachmittag oder so. Mhm. Weil amigs schreiben mir ja gleich noch Leute, oder? Und dann schreibe ich amigs zurück. Und dann merke ich, wie ich für diesen Anfang Storys schaue oder scrolle. Und plötzlich bin ich wieder so 10 Minuten dran und denke so, es juckt mich einfach hart nicht, Alter. Es interessiert mich ein feuchter Dreck. Wenn ich dir jetzt an mein TikTok schicke, siehst du sie aber trotzdem. Ja, aber dann auf dem Browser. Auf dem Browser. Ja. Okay. Das ist mega mühsam. Es ist wirklich nicht gemacht für den Browser, aber egal. Ja, ich schicke dir auch viel seltener Videos jetzt. Ist schon aufgefallen. Ja. Viel seltener, weil ich weiss, aber kannst du schon. Ja, aber ich schicke dir so wirklich nur so, das ist relevant, nicht einfach so, hast du gesehen. Ja, das ist nicht. Eben, aber das Problem war, wenn es mir das einmal geschickt ist, ich habe mir das einmal aufgespart für den Moment, wo ich Zeit kann für TikTok. Weil wenn ich super. Dann gehe, dann scroll ich weiter. Ja, das ist genial. Und das ist eben, wirklich gut. TikTok war nie ein Problem, ich habe dann Insta gelöscht. Und dann bin ich auch auf TikTok natürlich gegangen. Ja, logisch. Und jetzt gehe ich auf scheiß News-Apps. Genau, und was ich dann eben gemerkt habe, dass ich dann Zeug schaue, wo mich gar nicht juckt. Und die kleinen Sachen, die mich inspirieren und die mir etwas geben, das ist halt wirklich einfach ein kleiner Teil. Und der grösste Teil ist Sachen, die mir Zeit stillt, die mich komplett... Also weißt du, ich vergleiche mich dann auch mit Leuten. Ich schaue dann Sachen von Leuten, wo ich denke, wow, mega cool, die ist jetzt in der Ferien und ich bin da voll das Opfer am Lernen und so Scheiß. Ja, das braucht ja nichts. Eben, das brauche ich einfach nicht. Mhm. Dann habe ich gefunden, wieso... Nein, ich lasse jetzt einfach... Ja, und ich sehe keinen Grund, wieso ich es wieder abladen sollte. Voll gut. Ja, voll. Und dann mit dem Content Creation. Ah, oh, sorry. Ich hasse das, wenn man das macht. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so grusig, wenn ich sage es jedes Mal.
Ja, meine Mutter hat ja, immer gesagt, das sage ich sogar besser als Schnitzen. Ich weiß aber auch nicht, was er, woher sie den Furz so hat. So ein Scheiß! Man soll, das weiss doch jeder, man sollte die Nase nicht rüberziehen. Nein. Das weiss doch jeder. Das Zeug muss raus. Ja, wahrscheinlich, ja. Was raus will, lass bitte raus. Kann ich, man kann es auch schlucken in den Magen. Ja, weil nachher hast du Bakterien ja gleich nicht draussen. Ja, aber sie sind ja dann im Magen und dort werden sie abgetötet von der Säure. Ja, fix. Aber gleich, lass bitte raus. Ja. Ich sage meinem Sohn immer, er soll eben auch immer Nase aufziehen. Und dann sage ich immer, bitte lass die Bakterien raus, weil sonst gehen sie das Hirn auf und machen dein Hirn kaputt. Und dann sage ich immer, und dann sage ich immer, und du wirst nie gesund, weil sie immer in deinem Körper bleiben. Genau, das sage ich ihm immer. Du bist echt eine grausame Mutter. Er soll aufhören, das grausige Geräusch machen. Das nervt. Du mit deiner Geräuschintoleranz. Ja. Ist wieder auch das. Ich schwöre. Genau, mit dem Content Creator. Da habe ich mir eben auch, ich habe ja schon seit, ich weiß nicht, ob du das weißt, du bist nicht mit mir befreundet auf Facebook im Jahr 2010. Nein, aber ich habe schon noch nicht. Seit ich einen eigenen Computer hatte, nein, jetzt war ich einen eigenen Computer, seit ich 4 bin, weil mein Vater IT-Healer ist. Ich habe auch, weil mein Stiefvater IT-Healer ist. Ja, das ist dann auch so in die Wiege gebracht worden. Ich habe mit 4 angefangen Sims zu spielen, Mann. 4? Ich nicht mit 4, aber ich habe irgendwie mit 6 irgendwie 2 Bildschirme gehabt. Geil. Also mit 8. Ich schwöre, es gibt auch Videos von mir, wenn ich so mit 5 mit so einem Pokémon-T-Shirt so nah vor dem, mit dem habe ich jetzt so richtig schlechte Augen, so nah, also ich zeige jetzt hier etwa 30 cm, vor dem Bildschirm hoch und Sims zocken. Mann. So lustig. Nein, ich habe immer da die, wie hat es geheißen, spielaffe.de oder so, oh, ja. Wie hat die Seite geheißen? Ja. Noch immer so Barkeeper. Oder habo.ch. Ja. Ja, und nachher habe ich immer so, ich habe so, es hat so ein Spiel von so einer Bar. Und jetzt spielen, hast du so ja, dann kannst du mit so Cocktails mischen. Oder kennst du die, wie haben die geheissen? Oder Bambusratte. Bambusratte, kennst du das? Nein. Oh mein Gott, das ist auch so geil. Ich habe auch mega gerne so Polly Pocket gespielt, ja, am Computer. Stimmt, und so da Dolls. Nicht Barbie, wie haben die anderen geheissen? Haben die so geheissen? Brett. Ja, genau. Dann hast du können so ein Leben für sie kreieren. Ja, ja. Oder von Babysitten habe ich auch gerne gespielt. Ja, aber das mehr auf dem, auf dem DS, nein, Nintendo. Auf spielen.de. Ja, das habe ich oft auf dem Nintendo. Gibt ich so es Spiele noch, Mann? Das war geil. Gell? Ja, das war echt geil. Gell? Ja, da habe ich echt viel Zeit damit verbracht. Ich oh mein Gott. Ich Stunden. Ja, ich auch. Ich habe mir sogar einmal so eine auf den Geburtstag Mitgliedschaft gewünscht im Habo-Club. Jahresmitgliedschaft. Hey, ja. Ich war voll cool im Habo-Club. Ja. Ich hatte so meine Gang. Ich hatte so einen Raum, wo alle immer gekommen sind. Weil ich halt einfach wirklich ganz gerne schon mit so 8 oder so. Und dann, was soll ich sagen? Genau, ich habe schon mega früh angefangen. Mhm. Und ich habe schon auch mega früh angefangen mit YouTube. Also mein erstes YouTube-Video habe ich mit 2007 aufgeladen. Bin ich, wie alt bin ich? Das hast du gesungen, 10. Gell? 2007 und bin ich 10. Und hast du gesungen? Ja, dort habe ich halt gesungen. Ich habe mit meiner kindheitsbesten Freundin haben wir Shows gemacht, wirklich so mega cringe, also schlimm. Aber halt früher, YouTube 2007, war wirklich einfach so gewesen. Mhm. Also ich weiss nicht, ob wer da zulässt und das noch kennt, aber damals ist einfach random, du hast wirklich irgendwie von Webcam. Schon so, ja, das schon, aber es hat schon auch schon Influencer gehabt dort. 2007 noch nicht wirklich. Schon ein bisschen. Zum Beispiel so die Englischen, so, ich habe jetzt noch so 2, 3 Stimmt, UK. In Englisch, ja. Ich habe heute noch, denen folge ich jetzt noch und die haben wirklich auch bei ihnen im Kinderzimmer angefangen. Ja. Und jetzt sind so richtige erfolgreiche Frauen mit Kindern und so, das ist schon. Bin mit denen aufgewachsen, ja, oder? Ja, siehst du, ja. In Deutschland hat es angefangen mit «Die Außenseiter», hast du die gekannt? Ja. Wo ich bin so «Die Außenseiter» gewesen. Dort war schon ein Ding einmal noch dabei, gewesen, «Cheering». Ja, nein, nicht bei «Die Außenseiter». Nicht? Ach, das ist mal bei einem Video. Nein, die sind in einer Wege gewesen. Oder dann meine ich jemand anders. Weil Titi oder so. Nein, «Ape Crime». Oh, fuck. Ich weiß es nicht. Dann weiß ich nicht, was. Also doch, «Die Außenseiter», doch, hast recht. «Cheering» ist bei «Die Außenseiter» mal bei ein paar Videos dabei gewesen. Ja, stimmt. Ganz, ganz, ganz früher. Stimmt. Mhm. Ja, die haben irgendwie 2010 oder so angefangen. Mhm. Aber noch früher ist eben wirklich, dann hast du YouTube benutzt für so keine Katzenvideos. Ja, das stimmt schon. So. Das ist wirklich richtig random gewesen. Und eben, ich habe dort schon angefangen. Mhm. Und dann habe ich auf Facebook auch angefangen mit, also ich habe jeden Tag etwa 20 Status gepostet. No shit. Wirklich so, einfach, bin am Lernen verlangweilig. Oder,
Oh, heute ist das in der Schule passiert. Ich schwöre, du bist schon immer so... Ja, ich bin schon immer einfach rausgegangen. Und niemand hat das Zeug geliked. Das ist wirklich... Mir war scheißegal. Ich habe immer einfach alles rausgehauen. Ich habe so ein krasses Mitteilungsbedürfnis. Es ist heftig. Ja. Und nicht nur mit Menschen, die ich kenne, auch mit fremden Menschen, auch mit dem Internet. Das ist wirklich meine Persönlichkeit. Ich muss mich mitteilen, und zwar verbal. Und eben, es hat schon früher angefangen. Und der Grund, wieso auf TikTok und Insta das überhaupt irgendwie so gekommen ist, dass mir Leute folgen, ist einfach damals wegen Militär. Weil ich angefangen habe, aus dem Militär zu posten. Das stimmt, da mag ich mich auch noch erinnern. Ich hatte zwar vorher auch schon Leute, die mich gefolgt haben, die ich nicht gekannt habe, weil ich bei Watson geschafft habe und immer halt auch selber ein bisschen Content gemacht habe. Und dann hat es angefangen mit dem Content wirklich kreieren. Und der Grund, wieso das auch angefangen hat, ist, weil es immer mehr halt auch Frauen gekommen sind und gefragt haben, hey, hast du Tipps für das und dies und jenes? Und dann ist Swiss Socks gekommen mit, willst du unsere Socken bewerben und so. Und dann hat das auch ein bisschen einen kommerziellen Touch angenommen. Es ist für mich nie kommerziell gewesen, es war immer nur Spass gewesen. Und was ich halt einfach gemerkt habe, ist, dass Storys machen und all das, mache ich immer noch. Ich liebe das. Mhm. Ah, ich liebe einfach random Shit. Eben, wie der Facebook-Status im 2010. Ja. Einfach random Shit in meine Story labern. Das liebe ich einfach. Mhm. Aber das ganze Kommerzielle, ja, auch mit dem Content kreieren von den einzelnen Videos und so, und dann einen Druck haben, dass du etwas machen musst, das habe ich schon lange nicht mehr. Das habe ich nach dem Militär, nach der RS im 2022 habe ich das mega gehabt. Dass ich einen Druck hatte, um Sachen, Videos zu posten. Ja. Dann hast du so, auf TikTok ist gemein, oder? Dann hast du den Flow und wenn du mal aufhörst, dann hast du ihn nicht mehr. Es stürzt sich ab. Und dann, also, und dann wirklich habe ich gemerkt, wie mir das Zufriedenheit... Nein, nicht wie es mir fehlt. Ah, doch wie mir die Likes fehlen. Ja, und so voll, eben die Anerkennung. Genau. Und dann habe ich plötzlich so gemerkt, wie das mein Gemüt trübt, wenn ich nicht so viel Aufrufe habe. Also weißt du, wenn ich nicht irgendwie 10'000 oder 100'000 Aufrufe habe. Oder wenn mal ein Video schlecht ankommt, was die Leute dann haten oder so. Das ist mir jetzt ja völlig egal. Eben, wir sind ja genug alt jetzt, dazu können wir drüber stehen. Aber, Alter, das hat mich dann richtig, das hat mich voll angeschissen, dass mich das so impactet. Wir haben über einzelne Kommentare geredet. Ja. Ja, am Anfang haben die mich wochenlang verfolgt im Fall. Ja, das stimmt. Und das hat mich dann auch irgendwie verunsichert. Und dann habe ich auch meine Sachen gepostet, wieder gelöscht. Und dann, weißt du, so ganz weird, ganz komisch. Halt tiefmenschlich, oder? Ja, mega normal. Aber halt einfach auch blöd. Ja, und vor allem gerade in dieser Social-Media-Welt halt einfach auch, entweder du handelst oder du gehst kaputt. Aber ich glaube, das ist am Anfang bei allen so. Also keine plötzlich wirst du auch konfrontiert mit so viel Feedback. Ja, und ich glaube, du hast immer irgendwelche Kommentare, und dich belastet. Ja, aber glaub mir, ey, also zum Beispiel jetzt mache ich es eh nicht mehr, aber vorher, als ich es noch gemacht habe, im letzten Jahr, 2023, das hat mich null gejuckt. Ich habe gepostet, ich habe nicht mal einen Kommentar gelesen. Ja, ich weiß, aber zum Beispiel dort, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir einmal darüber geredet, über Nagellack und dass ich meinem Sohn erlaube, Nagellack zu tragen. Und das Video ist recht durch die Decke auf TikTok, weil wir dort noch gepostet haben. Und dort hat es mich mega belastet, weil nachher die Leute geschrieben haben, dein Sohn wird schwul, was bist du für eine schlechte Mutter, was hast du eigentlich das Gefühl, Alter, richtig unmenschlich. Und noch viel anderes Zeug. Und ich habe mir so gedacht, hä? Also, wie können Menschen über so etwas Kleines und wie können sie über meinen Sohn so etwas sagen? Gell, es ist so, wieso, es trifft einen dann eben. Ja, weil es ist halt auch mein Kind, keine Ahnung, und wieso bin ich jetzt schlechte Mutter nur wegen dem? Oder was? So, hä? Gell, man hinterfragt sich. Ja, so dämlich. Man bekommt auch Angst über, dass man das überhaupt gesagt hat. Ja, und man bekommt immer Angst so, hä, wenn die Leute das mir jetzt schreiben, was denken sie dann über meinen Sohn, wenn sie ihn jetzt gesehen haben? Ja, voll, ja. Weißt du, so, ja. Oder wenn die mich kann. Ich hatte sogar einen Moment gehabt, ich schwöre, Alter, das klingt so narzisstisch. Ich hatte einen Moment gehabt, wo ich aussen rumgelaufen bin und Angst hatte, dass mich Leute kennen und mich doof finden. Ja. Wirklich, ich habe gedacht, jeder Mensch, der mich angeschaut hat, habe ich innerlich so eine Stimme gehabt, so, der schaut dich jetzt an und denkt so, Alter, das ist die komische von TikTok. Wirklich so ganz weird. Also das ist schon lange her, wirklich, das ist schon lange nicht mehr so. Aber dort, wo es plötzlich monatelang, in den ersten Monaten, wo wirklich meine TikToks sind, haben 100'000 Aufrufe gehabt. Und ich bin ja im Ausgang habe ich so angesprochen worden und so. Also immer nett und alles. Und die meisten Kommentare sind ja auch positiv gewesen. Aber man hört halt Hater sprechen dich, glaube ich, auch nicht. Also, nein, fix nicht. Aber wirklich, ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, dass mich jeder Mensch kennt. Ja. Und das ist so ein cringe guter Gedanke jetzt im Nachhinein. Das ist so. Ja. Und dann habe ich sogar so
weil ich mich so sehr mit mir selber beschäftigt habe. Ich meine, du beschäftigst dich, was du raushauen willst, dann tust du es ja noch aufnehmen, dann musst du es ja noch schneiden. Das heisst, du bist die ganze Zeit mit deinem Gesicht selber konfrontiert, mit deiner Art zu reden. Du siehst dich aus einer anderen Perspektive. Du tust dich so fest mit dir selber beschäftigt. Und dann noch mit dem Feedback, das du bekommst von so vielen fremden Menschen, die ungefiltert dir alles an den Kopf rühren, was sie denken. Ja. Das hat mich so verunsichert in meiner Art, wie ich bin. Und ich hatte dann wirklich ein paar Monate gehabt, eben 2021, so eine Art an mir kam, die ich einfach von anderen gekannt habe. Ich habe dann geredet und plötzlich im Nachhinein dachte ich, oh nein, das ist sicher mega komisch gewesen. Oder, weißt du, so richtig weird. Ja, ja. Eben, das war aber am Anfang gewesen. Also das war nachher überhaupt nicht mehr so gewesen. Und genau, Fazit davon ist momentan, vermisse es nicht, weil ich einfach merke, dass ich wirklich eben, ich verbringe meine Zeit mit Klavierspielen. Und wenn ich auch mal am Handy hänge, erstens ist meine Bildschirmzeit natürlich massiv runter. Ich habe jetzt irgendwie vier Stunden pro Tag und zwei Stunden pro Tag sind davon WhatsApp. Ja. Und der Rest ist Google Maps oder... Ja, und halt auch Musik und so. Musik, genau. Spotify, also wirklich einfach nichts. Höchstens nur YouTube, vielleicht so eine halbe Stunde pro Tag. Aber ich schaue ja auch keine Serie mehr. Das heisst, der einzige Content, den ich konsumiere, crazy, ist YouTube. Also, hast du auch Netflix boykottiert? Nein, was? Aber ich habe keine Serie, die ich schaue. Ich habe auch keine Zeit. Mega viele gute neue Serien. Ja, ich weiss. Ich muss, aber erst nach dem Rennen. Nein, wirklich. Ich mache... Amix, eben, dann bin ich am Handy und dann bin ich fertig. Und dann tue ich das Handy auf die Zeitung und dann bin ich einfach so am Hängen und denke. Crazy. Krass, ja. Das kann man auch noch machen. Und dann lerne ich Tschechisch. Stimmt, das mache ich auch noch oft. Ja. Eben, ich mache so, keine Ahnung, es ist einfach wirklich eine andere Art, ich schwöre, es klingt so dumm, aber es ist eine andere Art, als wenn du jetzt einfach irgendwo Pause machst und dann ans Handy gehst und auf Insta hängst. Es ist ganz eine ganz andere Art zum Pause machen. Ja. Und ich finde das viel besser. Ich habe das Gefühl, mir geht es viel besser. Ich fühle mich viel besser. Das glaube ich auch. Ich, ich bin viel mehr im Leben. Mhm. Ich beschäftige mich nicht so viel mit anderen. Und auch nicht mit mir, sondern ich beschäftige mich einfach nur mit dem, was ich gerade mache. Mhm. Ja, voll. Weißt du, ich meine? Und das ist halt das, was sich bei mir geändert hat. Und das hat sich auch erst jetzt, ich habe schon ein paar Mal Insta-Pause gemacht und so, aber es hat sich auch erst jetzt geändert, weil ich seit Monaten, wie lange habe ich schon Insta nehmen? Seit etwa 2 Monaten? Oh, das kann ich nicht. Ja, das nicht. Oder eineinhalb. Und in 2 Wochen nützt da nichts. Zwei Wochen ändert sich nichts. Ja, ist so. Ich merke es erst jetzt, wie sich das wirklich... Und am Anfang war es richtig weird gewesen. Dann habe ich gemerkt, wie ich mein Handy angemacht habe und die Handbewegung gemacht habe zu der App, wo sie ist. Und plötzlich so, es ist ja gar nicht mehr da. Was mache ich jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Ich schwöre. So richtig... Ja. Ja. Ja, voll. Das ist mein Fazit. Ich finde es super. Ja, das glaube ich. Ist so. Und ich habe auch viel mehr gelesen, aber ich habe jetzt mein Kindle verloren. Also. Ja, wo du geschenkt bekommen hast zum Geburtstag. Ja, jetzt habe ich gerade einen Durchhänger, sorry. Schon gut. Ja. Das sehen wir dann, wenn ich endlos schnurre und wir hören nicht mehr von der Enya. Ja, aber dann bin ich einfach so am Zuhören. Mann, es ist nicht mehr dann, wenn ich voll spannend finde. Ja, ich weiss, das Problem ist einfach, bei der Sparte oder so, aber es für den Podcast, ich habe das halt alles jetzt schon mal gehört. Gell? Das darfst du nicht vergessen. Das ist nicht nur einmal. Ich habe es schon etwa 2-3 Mal gehört. Das stimmt. Also, komm, willst du noch etwas zu sagen zu dem Thema? Du bist wieder Patrick. Konsumverhalten und so. Der SpongeBob. Ich bin... Du bist der SpongeBob und ich bin Patrick. Nein. Ja, stimmt. Ja. Er sagt immer so, ich bin bereit, ist bereit. Und ich bin so richtig überaktiv. Ja. Mit dem SpongeBob. Ich bin entweder am Schlafen oder am Essen. Ich schwör. Was soll ich sagen? Ah nein, ich bin bla 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 und ich bin bereit. Und, nein, ich bin und ich bin stolz. Ich bin dumm und ich bin stolz. Nein, irgendetwas so, sagt er doch, etwas. Doch, was sagt so. Er? Ich weiß nicht, ich habe eben auch nie so richtig SpongeBob geschaut als Kind. Ah, das ist wirklich einfach immer... Das haben wir schon mal besprochen. Aber es ist einfach immer nur Schande. Ich habe auch nie... What the fuck? Aber das habe ich glaube auch schon erzählt. Ich habe nie den Nickelodeon schauen. Das ist echt weird. All die Serien, die ihr immer geschaut habt, also Victoria... Wie hat das geheißen? Victoria, iCarly... So habe ich nie gesehen. Nicht eine einzige Folge. Wirklich? Nicht eine einzige Folge. Oh, so krass. Ich weiß nur, dass Ariana Grande bei dem einen gespielt hat. Ja, bei Victorious. Ja,
Und dass es nicht das iPhone gehabt, sondern so ein Bier. Genau. Ja, genau. Ja, das weiß voll ich. Voll krass. Das habe ich nie iPhone schauen. Weißt du, was habe ich letztens auf YouTube konsumiert? Ich habe auch was. Konsumiert. Konsumiert. Das ist ein Wort. Alter. Das ist wie aromatabhängig. Oh ja. Sorry. Stimmt. Alter, ich habe einen YouTuber, den ich folge. Wer macht das heutzutage noch? 5 Stunden auf YouTube über eine Folge. Stimmt, ja. Nur der Algorithmus, die Frontpage. Der macht 5 Stunden Videos über so Serien, die er analysiert. Und zwar jede einzelne Folge. Ui, und wirklich mit so Hintergrundinfos. Richtiger Bullshit. Mhm. Ey, ich habe jede Nickelodeon-Serie analysiert. Und ich habe sicher insgesamt 30 jetzt. Stunden Videos gelernt. Jetzt, wo die ganzen neuen News rausgekommen sind. Mit dem Dan. Ja, was Dan alles Schneider. Heißt der Dan Schneider? Oh, ich weiß nicht, aber wie die behandelt worden sind. Ja, voll, ja. Die Teenie-Darsteller. Der all die Serien geschöpft hat und so. Und das ist eben, also keine Ahnung. Das ist viel spannender, wenn du die Serie geschaut hast. Ja, fix. Ja. Glaube ich. Weil ich bin halt wirklich, ich habe dich geliebt. Ja. Ich konnte einfach reinschauen. Und bei meinem Großmami Super RTL, so nicht zuhause auch nicht schauen. Super RTL. Super RTL ist auch geil gewesen. Aber auf Kick habe ich zum Beispiel immer H2O geschaut. Oh ja. H2O plötzlich mehr empfangen. Und, wie hat es geheißen? So eine... Bertas Brot. Nein, das haben schon am Schluss. Das ist echt blöd. Das habe ich gar nicht gegeben. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Mega. Gell? So eine erwachsene Männerstimme nachher mit so einem hohen Brot ohne Arm. Also macht ja Sinn, aber nur so Hände. Das ist blöd. Was ich immer geschaut habe, ist so eine hohe Pferdeserie. Ich weiß nicht mehr, es ist ja animiert, nicht mit echten Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie geheißen hat. Bojack Horseman? Nein. Das ist nicht auf die Kika gelaufen. Das ist eher auf MTV gelaufen. Das ist so eine South Park-mäßige Serie. Oh mein Gott, nein. Nein, so eine Pferde. Und ich bin eben so ein Kind, ich habe früher ein Rad gefahren. Also ich bin früher ein Rad gefahren. Nein. So eine, ich weiß wirklich nicht, wie sie geheißen hat. Ich bin cringe, Mann. Auf jeden Fall haben wir immer gespielt, dass das unsere Rössli sind. Dann hast du hier so 5 Mädchen gehabt, die diese Serie nachgespielt haben auf ihren Bibi-Blocks. Einradhörner. Nein, eben nicht. Einradpferd. Aber die hat Pferd gehabt, Bibi und Tino. Stimmt. Bibi und Tina. Ja, stimmt. Herna, ja. Matthias und Sabrina. Oder Sabrina. Kennst du Sabrina, die Zauberin da? Ja, aber die habe ich nicht geschaut. Oh, das American Dragon und so. Das ist auch nicht American Dragon. Oh, ich bin so für mich gestanden. Oder Danny Phantom. Danny Phantom. Kennst du nicht? Nein, den kann oder ich nicht. Oder Cosmo Wanda. Ja, das ist recht dämlich. Doch, das ist richtig geil, Mann. Als ich nachher ein Jahr in Losang war, habe ich eben auch recht viele Kindheitsserien dann aufholen. Weil die haben alles schauen. Ja. Ja. Ich habe Phineas and Ferb. Oh ja, das habe ich nicht so lustig gefunden. Aber. Das heißt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es das Geld, wo wir ganz klein waren. Was nein, Sohn, da bin ich schon zu alt. Was mein Sohn jetzt angefangen zu schauen hat, ich bin so froh. Aber es ist nicht mehr das gleiche wie früher. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Nils Holgersson. Oh ja, doch. Es hat ja nie jetzt neu gemacht. Nein, das ist der Michael von Lüneberger. Ah, stimmt, ja. Nein, ist der, so klein wird. Ja, genau. Ja, und nachher mit der Gänse mit Glück. Ja, es ist nicht mehr das, was mal war. Aber es ist auch jetzt mega herzig. Und ich liebe es, weil mein Sohn hat das jetzt angefangen auf Disney Plus. Ja, das ist schön. Das ist echt mega herzig. Aber ja, es ist schon ein bisschen mehr Action, als es bei uns war. Okay. Ja. Ja, halt für die TikTok-Film, weißt du, musst genau. Ein bisschen schon muss ein bisschen animierter, ein bisschen mehr. Muss ein bisschen mehr Action, damit sie zuschauen. Ja. Genau. Ja. Ah ja, das habe ich noch anmerken vorher. Aber das wisst ihr sicher eigentlich. Es ist eben nicht Pause fürs Hirn, sondern wenn man im Hirnscan anschaut, was passiert, wenn du Content konsumierst auf TikTok oder Instagram. Sehr Dopamin ausgeschüttet. Genau, und zwar mega viel. Wieso weiss ich das? Viel. Weil ich es mir etwa 2-mal am Tag anschaue von der Babysessil. Sorry, ja. Und das ist wirklich einfach keine Pause. Das ist auch graue Masse, ja, die sich bei mir bildet. Ja. Durch dich. Danke vielmals für deine bitte. Bereicherung. Bitte. Das ist ein Vergnügen. Ja, das ist auch so etwas. Sessi ist so intelligent. Wirklich, du bist einer der intelligentesten Menschen, den ich überhaupt kenne. Nein, aber also du kannst einfach keine Hauptstadt. Das stimmt. Ich finde das eben so also crazy. Eben Sachen mit Auswendung. Das ist mir halt einfach zu langweilig. Du kannst sie wirklich an dich fragen, okay, was ist die Hauptstadt von der Ukraine? Kiew. Doch. Charleston. Warte. Nein, jetzt habe ich auch ein Blackout. Ist nicht Kiew? Doch, Kiew stimmt. Ja, okay. Jetzt hast du aber auch lange. Ich aber auch. Nein, ich habe überhaupt nicht lange.
Warschau. Oh, oh. Aber mach weiter. Hast du Norwegen? Keine Ahnung, Sofia oder so. Nein, das ist das ist für Bulgarien, Kollege. keine Ahnung. Oslo. Ah, okay, ja. Rumänien. Budapest. Nein, das ist von Ungarn, Bukarest. Du hast fast gekriegt. Ich war sogar mal in Budapest gewesen. Das stimmt. Ich weiß trotzdem nicht, welches Land es ist. Ungarn. Ah, ja, ja, jetzt schon. Ja, ja, jetzt hast du ja gesagt, Mann. Finnland, dort alle bist du an mich sogar geflogen. Das ist, das wäre wirklich Schande. Warte schnell. Oh Mann, ich habe es im Kopf. Du bist so intelligent, aber sag allgemeinbildung bitte. Helsinki. Ja, wow. Ich muss dir sagen, das ist richtig enttäuscht. Ja, richtig enttäuscht. Wirklich, wie kann man so intelligent sein und das allgemein Wissen von einem, wirklich von einem, Stückchen Brot? Das ist halt echt ein Juckt, Mann. Allgemeinbildung ist so wichtig für so... Ich vergesse es wieder, das ist für mich unnötig. Wegen dem finde ich es jetzt so schwierig in Psychologie, Mann. Ich muss alles auswendig können. Sachen wie Genetik, oder das Zeug musst du checken. Ja, das ist Intelligenz. Mm-hmm. Aber da, oder welcher Typ, welche Theorie herausgefunden hat, Mann, es interessiert mich nicht, wie der Typ geheiss hat. Ja. 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 Tja, so ist es halt, gell. Ja. Also, wir sind nicht genug lang dran. Willst du etwas sagen? Nein, hörst du jetzt auf? Und du sollst auch Insta löschen? Nein. Ah, oh, schade. Mach's aber mal. Aber ich will es auch reduzieren. Aber das war ja einer von meinen Neujahrsvorsätzen. Dann tust du mal löschen? Ja, könnte ich mal. Und mal schauen, was passiert. Du kannst sie austesten. Ja. Ja. Mach's für die Ferien. Wow, weißt du, wie geil ist das? Nein, ich wollte mega viele coole Fotos posten. Aber kannst du sie nachher und ich posten? Ich wollte der Welt zeigen, was für ein Chatset-Leben ich zwei Wochen da führen. Ja, gut. Weißt du, und du nimmst so ready for takeoff. Oh mein Gott, ach, das ist im Fall auch, Alter. Also, das muss ich laufen. Ich gehe zwei Wochen in die Ferien. Oh, warte, ich muss zuerst noch sagen, was ich im Hirn habe. Sorry, es tut mir so leid. Ich weiß. Schon gut, schon gut. Nicht interessiert mich, was Ferien sind. Vielleicht ja nicht. Ja, vielleicht auch nicht. genau. Durch das, dass ich in den letzten Jahren meines Lebens sehr viel mit Content Creation verbracht habe und immer den Druck hatte, um Storys zu machen und jetzt einfach nicht mehr, glaub mir, es ist eine neue Freiheit freigeschaltet worden. Das glaube ich. Wenn der Urge kommt in meinem Kopf, fuck, das muss ich fotografieren, und plötzlich so, nein, muss ich nicht. Ich kann einfach hängen. Ich kann einfach jetzt mit meinen eigenen Augen das geniessen. Ich muss kein Foto machen, ich muss niemandem das erzählen. Das ist einfach jetzt für mich. Aber ich will eben. Ja, ich verstehe es. Ich will dann auch. Ja. Aber ich will, dass die Leute sehen, wie cool mein Leben ja, ist. Ja, das ist toll. In dem Moment. Also, du gehst einfach in die Ferien. Ich gehe jetzt einfach in die Ferien und so gehe ich auf Kopenhagen, auf Malmö, auf Hamburg und auf London. Kopenhagen ist in... Oh mein Gott, eben siehst du. Das ist schon wirklich... Das ist sogar eine Hauptstadt. Warte, neben Norwegen dort. Nein. Oh, also, doch, sicher. Nein. Dort nein. Oben einfach? Ja, es ist anders oben, als du Dänemark. Denkst. Ja. Ah. Und das ist nicht dort oben. Hey, das ist ja das gehört nicht zu diesen drinnen. Ja, doch, sicher. Nein, das ist nur wegen Schweden, Finnland. Oh. Dänemark ist so bei uns eigentlich fast oh, so oberhalb Deutschland. Oh mein Gott. Okay, gut. Also, ich habe jetzt einen Vorsatz. Das ist nicht oberhalb von Deutschland, das habe ich jetzt auch schon einfach, ich schaue mir wieder mal die europäische Landkarte an. Bitte mach das unbedingt. Ich schwöre, ich weiß, ich drücke sie aus. Sie aber Kopenhagen ist die Hauptstadt von Dänemark. Genau, nach Malmö ist Schweden. Und Hamburg ist Deutschland. Und London, das schaffst du. Bist schon ein paar Mal gewesen. Irland. Oh! Voll. Das ist absolut hey, mega cool. Was weißt du am meisten? Hey, es gibt überall so Sachen, wo ich mich freue. Aber ich muss ehrlich sagen, Hamburg ist glaub, gut, dass wir mal gehen. So, dann haben wir es gesehen. Aber also nicht. Ich glaube am langweiligsten von diesen Sachen, die wir gehen. Ich habe schon viel Gutes über Hamburg gehört. Ja, aber wir gehen mit Kindern. Aha. Das ist immer noch mal anders. Das stimmt. Also alles gut. Es hat auch mega coole Sachen, die man mit Kindern machen kann. Aber ich glaube, du erlebst eine Stadt anders mit Kindern als ohne Kinder. Mhm. Zum Beispiel haben wir auf Amsterdam wollen zuerst, aber gehen wir jetzt gleich nicht. Weil, nicht nur, also ja, dort kannst du halt... Bist du mal in Amsterdam gewesen? Ja, voll. Ja. Aber es hat halt auch ganz viele Sachen, die du kannst machen kannst. Wo halb so cool sind, also anders cool sind. Aber ich glaube, Amsterdam ist cooler ohne Kind. Jetzt nicht nur wegen gewissen Substanzen, sondern auch, es hat tausend Museen. Meinst, so Van Gogh und das Anne-Frank-Museum. Ja, das stimmt, ja. Und. Ist es ist halt einfach langweilig. Ja. Und es hat auch mega viele
lustige Museen. Zum Beispiel, ich war mit meinen Eltern, als ich noch jünger war. Und all die erwachsenen Museen, die es dort gibt, sind wir natürlich dann nicht anschauen. Aber die würde ich jetzt mega gerne anschauen, weißt du, wie lustig. Das kannst du mit den Kindern halt auch nicht machen. Ja, das stimmt. Ja. Eben, auf was freust du am meisten? Frage war. Auf Kopenhagen und London. Okay. Was machen? Wieso gehst du eigentlich auf Malmö? Malmö ist nur so ein Tagesausflug, weil ich will, auf meiner Bucketlist steht eben, dass ich über die Öresundbrücke will. Weil das ist einfach eine Brücke, die über das Meer geht. 40 Minuten lang. Ich finde es echt mega crazy. Zu Fuß oder was? Nein, mit dem Zug. Ah, okay. Jo. Ja, das ist cool. Nachher bist du einfach mit dem Zug auf dem Meer. Ja, das ist also cool. Auf einer Brücke natürlich, aber du siehst einfach so links und rechts nur Meer. Wurde geil. Ja. Du schaust aus dem Zug und siehst nur das Meer. Du mach kurz das Mikrofon auf, weil das die ganze Zeit in deine Brüste reiben. Oh, ups. Sehr erotisch. Ja, extrem. Ja, genau. Cool. Das machen wir. Ja, dann wünsche ich dir von Herzen viel Spass. Danke. Falls du noch irgendwelche Insider-Tipps hast für die Städte, die ich aufgezählt habe, dann schreibt es. Ja, also wenn der Podcast rauskommt, bist du schon wieder zuhause. Oh ja, stimmt. Das ist ja der zweite, den wir heute aufgenommen haben. Oh Mann, egal. Ja. Ich erzähle es dann, wie es war. Genau, super. Genau, also. Super. Hey, willst du noch etwas antönen? Nein, ist gut. Anmerken lassen? Nein, ich muss jetzt aufs WC. Gut, ja, und ich muss nachher noch ein Gym, Alter, fuck my life. Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Den Podcast, wie immer, sehr gut bewerten. Mhm. Wir akzeptieren nur 5 Sterne. Genau. Alles darunter wollen wir gar nicht hören. Mhm. Und wenn ihr irgendetwas habt oder so, dann schreibt uns doch. Und sie ist einfach so, wo wir es machen. Ja, ich muss echt das WC. Okay, aber warte, etwas muss ich noch sagen. Das habe ich letztes Mal vergessen. Wir haben so ein Google Forms. Stimmt das mal ausfüllen, Mann. Oh. Was lachst Okay. Also gut, in dem Fall. Fühlt es aus und tschüss, schönen Tag. Ciao. Ciao.